Influencer Younes Zaru, 25, musste Let's Dance in der vergangenen Woche verlassen. Die Zuschauer retteten stattdessen Michael Mimi Kraus, 39, der die wenigsten Punkte erhalten hatte. Der ehemalige Handballer sorgt Woche für Woche für gute Laune, tat sich mit dem Jive aber schwer. Heute stand für ihn der Contemporary auf dem Plan, ob ihm dieser eher lag? Wir verraten euch, was in Show 5, 24. März, der RTL-Tanzshow passierte. Joachim Jambi urteilt, 2 Schritte zurück Krysenci Kavasi, 34, und Fadim Gabusov, 35, durften die Show eröffnen und tanzten einen Charleston zu Girls Just Wanna Have Fun. Wenn ich mich als Tanz beschreiben müsste, wäre es wahrscheinlich der Charleston, erklärte die GZSZ-Schauspielerin. Für ihren energiegeladenen Auftritt erntete sie 23 Punkte von der Jury, 4 mehr als in der vergangenen Woche. Ihr Lampenfieber scheint sie in den Griff bekommen zu haben, und sogar der sonst so kritische Joachim Jambi, 58, fand lobende Worte. Der berüchtigte Knoten scheint geplatzt zu sein. Ex-Bachelorette Sharon Battiste, 31, und ihr Tanzpartner Christian Polans, 44, zeigten einen Quickstep zu The Look von Roxette. Sharon ist schon jemand, wenn es beim zweiten oder dritten Mal nicht klappt, zweifelt sie an sich selbst, verriet der Let's Dance-Profi. Nach anfänglicher Panik während der Trainingswoche legte sie heute eine ordentliche Performance aufs Parkett. Jurorin Mozi Mabuse, 41, wünschte sich allerdings mehr Konstanz und Joachim Jambi urteilte. Das waren heute 2 Schritte zurück. 19 Punkte gab es insgesamt. Let's Dance. Mimi Kraus zeigt beim Contemporary Gefühle. Mimi Kraus, 39, und Maria Maxina, 26, tanzten Contemporary zu Pointless, einer Ballade von Luis Capaldi. Nach dem Punkte tief in der vergangenen Woche wollte der Ex-Handballer eine Schippe drauflegen. Das hat mich richtig gefuchst, weil mehr in uns und in mir drin steckt, sagte er. Im Training fiel es ihm zwar nicht schwer, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, doch die Hebefiguren verlangten ihm einiges ab, er hatte Angst um Maria. Auch in seinem Privatleben sieht sich der vierfache Papa als Beschützer. Ich würde sofort alles aufgeben, damit es meinen Kindern gut geht, sagte er und wurde sichtlich emotional. Ein starker Mann, ganz weich, schwärmte Moderator Daniel Hartwig, 44, nach dem Auftritt. Die Jury belohnte das Tanzpaar mit 23 Punkten. Anschließend folgte der zweite Charleston des Abends. Sally Özcan, 34, und Massimo Sinato, 42, tanzten zu Don't Bring Lulu von The Andreas Sisters. Eine Herausforderung für die beiden, doch eine gute Nachricht gab es auch, Sallys Lampenfieber schwindet. Ich schaue immer Step für Step und behalte einen klaren Kopf, erklärte die YouTuberin, die ihre Nervosität heute gut unter Kontrolle hatte. Der Jury gefiel der fröhliche Auftritt, das Ergebnis waren 22 Punkte. Ali Güngör Müs, 46, und Christina Luft, 33, zeigten eine Samba zu La Bomba, da war gute Laune vorprogrammiert. Der Starkoch legte sich so sehr ins Zeug, dass seine Hose aufplatzte. Das Studiopublikum tobte, doch der Auftritt sorgte bei der Jury für Diskussionen. Joachim Jambi fand es ungenießbar, Mozi Mabuse fand es unterhaltsam. Und Jorge Gonzalez, 55, stellte klar, nach 20 Mojito kann man so tanzen. Ali nahm es locker und sagte, 30 Punkte müssten es ja nicht sein. Am Ende gab es immerhin 15.